Einer der ältesten Brennstoffe der Menschheit heißt Holz. Und dieser kann heute in unserer anspruchsvollen Welt mit der neuesten Generation von Howal Biomasse-Heizkesseln komfortabel, günstig und CO2-neutral für Wärme sorgen. Was ist mit CO2-neutral gemeint? Bei der Verbrennung von Holz wird genauso viel Kohlendioxid freigesetzt, wie der Baum in seinem Lebenszyklus aufgenommen hat und bei der natürlichen Verrottung freisetzen würde. Die Erfahrung aus über 70 Jahren steckt in jedem Howal Pelletskessel. Seine Technologie garantiert höchste Effizienz und niedrigste Emissionen. Zudem ist Holz ein heimischer, erneuerbarer und zugleich günstiger Brennstoff. Das bedeutet umweltfreundlich und günstig zugleich im Betrieb und als Heizlösung vielseitig einsetzbar, auch im urbanen Umfeld. So kommen Pelletskessel zum Beispiel im Neubau in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Kindergärten, Schulen oder kleinen Gewerbeobjekten zum Einsatz. Die Howal-Lösung bezieht bereits bei der Planung die Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern mit ein. Eine Pelletsheizung plus Solaranlage punktet zusätzlich in ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Eine Pelletsheizung macht auch bei der Sanierung Sinn. Intelligente Konstruktionsdetails der Howal Pelletskessel erleichtern den Ersatz selbst bei schwierigsten Bedingungen. Leistungsstarke Pelletskessel finden auch in komplexen Wärmenetzlösungen in der Heizzentrale Anwendung. Die Heizzentrale produziert eigens Wärme für alle Abnehmer des lokalen Nahwärmenetzes. Hier ist die Howal-Fachkompetenz gefragt, damit die Wärme höchst effizient verteilt wird und das Gesamtsystem sicher läuft. Was ist drin in einer Heizzentrale? Auch hier ist ein Pelletskessel ökologisch und ökonomisch eine ideale Wahl. Bei Bedarf kann zur Abdeckung der Spitzenlast ein Gas- oder Ölbrennwertkessel dazu kombiniert werden. Systemlösungen mit Howal Pelletskessel überzeugen in einem modernen, urbanen Umfeld, weil sie nachhaltig, günstig, komfortabel und vielseitig einsetzbar sind. Heizen mit Holzpellets ist eine clevere Wahl im Neubau, genauso wie in der Sanierung und in komplexen Lösungen für Wärmenetze.